Weltkugeln in einer verschneiten Winterlandschaft. Hunderte von Lampen auf einer Wiese. Telefonhörer, die sich von allein in den Himmel strecken. Seit 2005 reist der Konzeptkünstler Rune Gunnarissen jeden Winter in abgelegene Gebiete rund um die norwegische Stadt Stavanger. Hier sucht er nach unberührter Natur, in der er Gebrauchsgegenstände inszeniert. Dieses Mal Leselampen. Seine Arbeit eine Auseinandersetzung mit Mensch und Gesellschaft. When man invented fire. Als die Menschen lernten, Feuer zu machen, war das die Geburtsstunde des Denkens. Eben weil wir einfach Gedanken verloren in die Flammen schauten. Und durch den Zauber des Feuers begannen wir über unsere eigene Existenz nachzudenken. Wir dachten über die ganz großen Fragen nach. Warum wir hier sind, welche tiefere Bedeutung das alles hat. Meine Lampen sind dafür ein gutes Symbol, finde ich. Die Arbeiten von Rune Gunnarissen werden weltweit in Galerien ausgestellt. Die Bilder kosten bis zu 10.000 Euro. Für seine Installationen in der Natur reist der Künstler mehr als 500 Kilometer aus Oslo an. Obwohl Norwegen nur rund 5 Millionen Einwohner zählt, ist die Landschaft zersiedelt. Den richtigen Ort für seine Bilder zu finden, kann daher Tage dauern. Denn Rune Gunnarissen ist Perfektionist. Kein einziger Weg, keine Hütte darf zu sehen sein, wenn er seine Fotos macht. So müssen alle Objekte in absoluter Abgeschiedenheit stehen, um ihre Wirkung zu entfalten. Auch die Telefone. In der heutigen Gesellschaft ist die Kommunikation ganz anders als früher. Damals, als die Telefone erfunden wurden, hatten wir hier in Norwegen genau ein Modell, kein anderes. So wurde die ganze Kommunikation irgendwie zu einer kommunistischen. Heute ist das ganz anders. Man kann aus Hunderten von Modellen auswählen. Die Telefone erzählen viel darüber, wie wir damals kommuniziert haben und wie heute. Vielleicht sollten wir heute wieder etwas langsamer kommunizieren. Ich würde mir das wünschen. Nachdem Rune Gunnarissen den passenden Ort gefunden hat, müssen seine Objekte dorthin transportiert werden. Zu Fuß, über Steine und Zäune. 160 Lampen in einem alten Baum anzubringen, 2 Tage Arbeit. Immer wieder werden die Positionen korrigiert, damit die Lampen am Ende Licht streuen. Außerdem müssen die Kabel gut versteckt werden. Die Lampen sollen schließlich wie von Geisterhand leuchten. 8000 Watt müssen für die Lampen produziert werden. Der Strom dafür kommt von Generatoren. Eine analoge Plattenkamera mit extrem hoher Auflösung nimmt das Bild auf. Nicht die Installation, das Foto zählt, das für Ausstellungen später auf große Leinwände gezogen wird. Ich will, dass die Betrachter das noch so kleinste Detail erkennen können. Das ist für mich das Wichtigste. Es geht da nämlich nicht nur um die Lampen. Die Leute fangen an, sich für das Gras zu interessieren, weil man es so haargenau erkennen kann. Plötzlich schenkt man diesen kleinen Details große Aufmerksamkeit. Das wäre in der Natur so nie passiert. Sie wären wahrscheinlich einfach nur durchgelaufen. Kein digitaler Auslöser, keine Autokorrektur. Man muss bei einer Plattenkamera genau wissen, was man vorhat. Der Aufbau der Kamera dauert 2 Stunden. Für die Aufnahmen selbst bleiben aber nur 2 Minuten. Bei vollkommener Dunkelheit könnte die Installation wie ein Weihnachtsbaum aussehen. Die sogenannte blaue Stunde, die Dämmerung, verwandelt sie in Kunst. In der blauen Stunde, in der sich das Licht verändert, entsteht etwas echt Magisches. Dann verblenden Lampen und Natur miteinander. Bei Nacht würden die Lampen hässlich aussehen. Aber der Moment der Veränderung macht es erst richtig interessant. Jeder Mensch wird von so einem Moment fasziniert. Rune Gunnarissen nimmt seine Installation nur 8-mal auf. Von der Aufnahme, die ihm am besten gefällt, wird es später nur 5 Abzüge geben. So verfährt er immer. Die kleine Stückzahl ist keine Marketingstrategie. Massenproduktion ist eben nicht sein Ding. Auch davon erzählen seine Alltagsgegenstände.